Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu TNT mit allen aus dem Team Pizmeet und Dalukat. Peter ist Inno. Ich bin in der Tat Inno, das stimmt. Ja, weil du so spät reingekommen bist, dass du nicht als Traitor ausgewählt wirst. Ja, aber dann dürfte es ja nur einen Traitor geben, oder? Keine Ahnung, Bram, bist du alleine? Ich bin alleine hier hinten. Ja, okay, bist du allein Traitor? Ich bin alleine Traitor, ja. Ich glaube, da ist einer. Ich glaube auch, dass da nur einer ist. Ja, ich glaube das nicht, beziehungsweise ich weiß das nicht. So innozentiert hier ganz viele Leute. Bleib mal da weg. Oh, sorry, die ist zu weit geflogen. Da Vorsicht. Kommt eine Brandgranate raus. Vorsicht! Oh, Jay hat mich angegriffen. Alter, und jetzt war einer da gewesen. Ich bin vergiftet worden. Und Jay, warum stand das von da rein? Ich stand Peter oder Bram? Wo? Ich war unten. Ich nicht, ich stehe immer noch hier hinten in der Ecke. Ja, das ist tatsächlich Peter. Ja, aber ich habe auch gesehen. Ja, genau, von dir aus kann ich das machen. Das ist Peter, Leute. Das können eigentlich Peter. Du hast doch selber gesagt, du bist innocent. Ich bin innocent. Ich habe viel gesagt. Das stimmt. Christian, nicht schießen, bitte. Ja, ja, ich sehe dich, ja. Ich sehe deinen Namen. Christian ist vergiftet, ja? Ja, ja, ich bin nicht. Und ich bin immer noch hier hinten. Du, hier piept's. Ich hab piepen gehört? Was heißt denn Administering Antidote? Ich wurde abgeschlagen, Christian! Ich wurde oben bei dir abgeschlagen! Jay ist tot. Der hat den Homo. Bram ist der andere. Ich bin der andere. Du hast doch gerade auf mich geschossen, hier ist ein Einschuss noch an mir vorbei. Das stimmt doch gar nicht. Bram muss der andere sein, Leute. Er macht mich, Leute! Ich hab keine Waffe! Ja, dann hätte ich doch hier schon, gerade wo ihr den einen bekämpft habt, wäre ich doch eingegriffen. Aber du hast halt noch nichts getan, was dafür spricht. Er hat zu wenig getan, was dafür spricht. Ah, melden auf mich von Bram. Moment, kannst du Sachen wechseln? Ja, tot. Aber easy. Boah, Power bei mir hier am Start, ey, richtig. Ja, Jay, hier ist die Skybox direkt über der Map. Weshalb du mich nicht nach oben hauen konntest. Ja, ich wollte dich eigentlich den Dingens runterwerfen, runterschießen, den Abgrund. Aber es hat nicht so funktioniert. Du hast es ja nicht gesehen, aber leider. Ich hatte gehofft, du könntest irgendwie weiterfliegen. Naja. Mir hat direkt an die Decke geknallt. Seppa blöderweise halt relativ gut aufgepasst. Ich dachte, wenn du mit Baseballschläger über die Karte läufst, dann war ja, nee, ich bin runtergeflogen und Jay hat sich dann zu früh gezeigt, so dass ich noch den Schießen geil. Konnte, dadurch habe ich noch Punkte gekriegt. Ja, das war ganz gut. Peter. Oh, du könntest übrigens bei den Zelda-Handwerkern arbeiten. Wieso? Weil du mit dem A endest. Ja, aber nur als Peter und nicht als, als Peter. Nein, die wollte ich haben. Das geht nicht. Achso. Christian! Aber ich hab schon Christian, das Gefühl, kann mich nicht bewegen, geh weg. Das ist Dalu! Okay. Was? JS ist Dalu. Nee. Dalu ich war ist da schon mal einer. Unten noch, oder? Dalu ist der andere. Keine Ahnung, der hat ihn wahrscheinlich irgendwo runtergehauen. Peter wollte zu viel Geld für die Arbeit. Das ist Bram. Hm. Dann hat einer von uns hier. Einer von uns ist Trader und Dalu ist halt noch da. Aber wo ist Dalu? Der besetzt. Nein! Dalu ist auf jeden Fall am Leben. Oder sind beide? Ach Quatsch. Sepp ist es, guck dir den an. Mit seinen kleinen, fiesen Augen, Ich bin sehr gespannt, was passiert. Hallo, ich hab eine Maske auf. Ja, das siehst du gar nicht. Guck mich genau an. Ich weiß genau, wie er gerade mal nachdenkt, mich zu machen. Dalu ist da hinten aber nicht mehr. Lol. Da schießt aber jemand auf uns. Ja, ich schieß auf Dalu. Lol, Alter, der. Da oben ist Dalu. Oh, nein, Sepp. Oh, sorry. Nee, da muss da doch Sepp sein. Warum muss ich das sein? Weil du nicht auf Dalu Baby. Schießt. Baby! Nein, Baby, hinter dir! Okay, jetzt hab ich einfach den weggemacht. Bram, bleib bei mir! Ich bin ganz low. Und hast wenig HP. Da kommt eine Granate. Ich bin hinten im Raum drin. Schütz mich. Bram, mach keine Dummheit, komm zurück! Hopp, Rammen! Rammen? Bist du noch da? Schönes Ding. Oh nein, Dalu war über mir, das war doof. Da konnte ich nicht mehr weg. Du hast nämlich nie auf Dalu geschossen. Er konnte nicht auf mich schießen. Vor allem die kleinen listigen Augen, die haben ihn verraten. Er konnte, Sepp hätte selbst, wenn er schießen wollte, Dalu. Ja, das war ja eigentlich, deswegen habe ich ja von da geschossen. Nachdem ich gesagt habe, Dalu ist über dir, hat der sich nicht umgedreht. Ja doch, habe ich dann schon, aber ich konnte nicht auf ihn schießen und du hast mir dann vorgeworfen, dass ich nicht auf ihn schieße. Und dann wusste ich, dass du gleich schießen wirst und dann musste ich dich leider machen. Du konntest aber auch gar nicht sehen, dass du nicht auf ihn schießen kannst, mein Sohn. Geil. Aber, ja, ich wusste ja als Traitor, dass ich bin. Also, wo er ist. Ja, genau. Finde ich das geil? Finde ich das scheiße? Der Nachteil, wenn du als Traitor mehr Informationen hast, als du als Innocent hast, verhältst du dich ja auch anders.
Aua. Dalu, womit hast du geschossen? Als mit einer Diegel. Dalu hat mich direkt am Anfang weggeschossen, die Sau, ey. Ja, du warst der Einzige auf unserer Seite. Ich hab erst mich umgeguckt, ob da noch wer ist, weil du ja, glaube ich, aufnimmst. Bin schon wieder. Und, ja, tu ich. Und da warst du leider der Einzige auf der Seite gewesen. Ey, wieso komm ich nicht? Aber du hast du gesehen, Peter, Alter, könnt ihr aufhören mit dem Feuer? Dass du mir mit einem Schuss 99 ja. Damage Feuer? Gemacht hast. Ja, hab ich gesehen. Ich hab mich jetzt schon geärgert. Peter hat mich auf 1 HP geschossen. Und ihr habt da schön diskutiert, während der so schön hochgeheilt hat. Moment, das heißt, ich hab dich gar nicht getroffen mit der Sniper? Nee, ich hab mich geheilt danach. Achso, ich wollte schon sagen. Bin schon angeschissen hier. Ich will eigentlich da hinter dir auf das Haus drauf. Da geht er dahin. Ja, aber dann muss ich an dir vorbei. Da kommt noch einer sogar. Guck mal, das Pappen auch noch. Und oben ist Brosado. Wie bin ich denn da die Runde davor? Ach, mit dem Blue Bull, scheiße. Hier ist überall Blut. Der konnte jetzt nicht mehr kaufen, oder was? Der ist schon tot, Leute. Wo ist denn das? Da muss das ja Bram das sein. Bram kam hinterher. Ja, Bram ist tot und redet. Leute, hier ist doch Blut. Mal an die Rede. Wo ist denn das Blut? Ist doch, wenn man jetzt in den Berg runtergeht. Ja, wenn man den Berg runtergeht, da war das Feuer, was mich verbrannt hat. Okay. Ja, Entschuldigung. Peter, also wer hat jetzt Bram gekillt? Ja, deswegen habe ich erst gefragt, wo ist denn das Blut? Und du hast nicht reagiert. Wer hat denn jetzt Bram erschossen? Christian könnte es gewesen sein. Ja. Ja, ich glaube, Dalu war es, ehrlich gesagt. Alter, guck mal, da kommen sie. Hallo. Alle. Ah, ja, wie bist du denn noch? Bist du denn noch wie viel Leben hast du denn noch? 89. Es geht noch. Wolltest du gerade nachfragen? Also Bram hat ja, genau, Jay. Willst du nachfragen, wie schnell du mich gekillt bekommst, oder was? Nee, das ist einfach nur Interesse. Ja, aus Interesse. Wie ist dein Zustand? Naja, blablabla. Ist ja. Hier sind wir eindeutig zu viele Leute. Ich habe so einen geilen Sniper und ihr seid alle direkt also, in der. Ja, natürlich. Das funktioniert bei mir auch so gut. Ah, Peter, like wenn ich einer umlegt, dann kann wenigstens. Dalu hatte ich gar nicht gesehen. Ich bin hier drin. Aber das war ein Anschlagversuch. Ja, das geht automatisch kaputt, wenn du da drüber läufst. Ach so, ich dachte, da muss man. Bin mir nicht so sicher. Das Peter Gauni aus unserer Vierer-Konstellation. Ja, bin ich. Ich habe sogar geredet darüber, dass mir das zu blöd ist, weil ich eine Sniper habe und nicht bei allen sein will. Dieser Junge, der hört nie zu. Da ist keine andere Waffe, Peter. Aber ich komme mal mit dir, um dich zu beschützen. Nein, um Gottes Willen. Peter, bist du diese Runde Inno? Ja, ich bin Inno. Kannst du mir eine Kiste bringen? Ich bin vor dem, Haus mit dem, wo man rein kann, wo alles verbuggt ist. Behängst du fest, oder was? Ich sehe jetzt gar keinen mehr, was sind das? Das ist ein bisschen lustig. Da bist du. Bram, sind alle ausgeflogen. Wieso stellst du dich denn jetzt da hin? Ja, damit du, wir beide, wenn da ein Trailer kommt. So, darf ich dir jetzt den Rücken zudrücken, oder was? Ich hab die weite Waffe, du hast die nähere Waffe, wir müssen die Position tauschen. Okay, alles klar. Ey, nicht auf mich ziehen! Ey, ach Mann, ey! Was ist das? Ich kletter hier schon seit 30 Sekunden. Ja, was denn? Du ziehst. Oh! Bei mir ist der Trailer und ich kann nicht sehen. Christian ist tot, Leute. Ja, das müsste einer mit einer Sniper gewesen sein, mit so einer Walter. Dann ist das Peter. Sepp, ja, das war auf jeden Fall Peter, Junge. Auf jeden Fall Peter. Geh rein in das Haus. Ich kann dir nicht wirklich helfen. Wo bist du denn? Hinter so einem Baum, das ist egal. Ja, und jetzt stirbt Sepp sofort, weil nein. Ich wow, da du. Sepp, schießt auf mich! Sepp ist der! Ja. Aha. Ich hab 9 HP nur noch. Ich hab Angst. Jetzt hilf mir doch einer, ich bin hier eingesperrt. Nee, hey, du verarschst uns, Alter. Alter, dann hab ich gefickt. Kein Vertrauen in Dalu gerade, Junge. Ist Dalu jetzt tot? Wahrscheinlich. Drück doch einfach Tab, dann weißt du. Okay. Bei mir steht da nichts, wenn ich Tab drück. Ich steh da auch nix. Natürlich. Okay. Vertraust du mir eigentlich, Bram? Bist du eigentlich... So. Komm, Peter! Komm raus! Jawohl! Oh, nice! Die Mellboys! Richtig stark! Die Mellboys hier, ey! Mega geil! Peter, lass mal vertrauen! Du hast die ganze Zeit in meine Richtung geguckt! Peter, warum hast du mir denn keine Kiste gebracht? Ihr hättet, so wie Dalu rumgeschrien hat, ihr hättet dir helfen müssen. Ja, super geil, dass Dalu gesagt hat, so, hey, ich bin hier eingeschlossen. Ich glaub Dalu einfach nix, der ist verbrannt bei mir, der Junge. Aber das ist auch verbrannte Erde, Dalu. Als ich letztes Mal da in der Ecke war, habe ich mir ganz viele Kisten von den Leuten bringen lassen und dann habe ich einfach 2 weggerotzt, weil ich Traitor war. Ja, und ich fand, so das passiert das, was Dalu gesagt hat. Aber wenn ich noch Traitor gewesen wäre, dann hätte ich mir noch was geholt, um da rauszukommen.
Ja, das stimmt. Den Blue, stimmt, den Blue Bull, den gab es damals ja gar nicht. Enterhaken weiß ich nicht, ob den habt ihr. Doch, den habt ihr auch. Sehr schön, Rolle. Christian hat so schön zugeguckt. Da war er so bewegungslos. Ich hab einmal kurz auf schön Dalo eingeben geguckt. Ja. Ey, wie die uns weggemacht haben mit ihren Melon-Kills, ey. Das war schon respektabel. Ja, das muss ich sagen. Erst Jay und dann ich noch hinterher. Warum haben die schön die Beine auseinander gemacht? Dalo, komm, jetzt verfolgt dich mit der Sordorf. Komm, verfolgt mich mit der Sordorf. Richtig. Nicht Peter wegschroten. Ja, geht ja nicht. Wieso geht das nicht? Das ich nicht lang selbst, da geht's nicht lang. Ja gut, aber würde theoretisch gehen aus dem Kanal. Der Galo hat Radar, der weiß, wie die Leute hier hinstellen. Vielleicht krieg ich keine Minuspunkte, wenn ich dich weil, oh shit, achso, oh weil shit. Damit meinst du? Dalu? Jay hat geschobt. Was willst du sonst hier drin machen? Ich sag doch, Dalu hat Radar. Da, Sepp! Ich bin hier oben, du Arsch. Sepp hat gerade Dalu gebildet. Nein, Sepp ist doch hier bei Peter. Hä? Jay schreibt wieder irgendwelche Namen durch die Gegend, Peter. Ich weiß nicht, wovon Christian redet. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Nein, dann war's der links in der Ecke. Sepp steht neben mir, weißt du? Ja, ich dachte halt, das wäre Sepp gewesen, weil er sich so mega anhört, geil, als ob die miteinander geredet haben. Scheiße. Gute Runde, Gute Runde. Wir sind Dreamteam hier. Sepp hat mich auch die ganze Zeit verfolgt. Außer die Melonen kommen, dann sind wir nicht so Dreamteam. Sepp war die ganze Zeit bei dir, oder was? Der hat mich die ganze Zeit verfolgt. Achso, ja, vielleicht habe ich das deswegen gedacht. Ich weiß es nicht. Christian, du hättest auf jeden Fall keine Minuspunkte bekommen. Ja, okay, aber ich hatte ja eigentlich keinen Grund, auf dich zu schießen. Das Kacke. Da wird die Sword off. Eigentlich finde ich die scheiße, so aber geil. Eigentlich hat die so viel Style. Die hat aber so wenig Reichweite. Also die ja, die ist eigentlich richtig scheiße. Aber das ist die beste Shotgun überhaupt. Beste Shotgun, 99 Helfer habe ich dir abgezogen. Ja, dafür, dass du mir den rechten Zeh geschossen den rechten hast, mein Mund. In deine Brust habe ich dir geschossen. Wenn du gestillt hättest, wärst du leer gewesen. Die stärkste Waffe. Hey. Stärkste Waffe von hinten vielleicht. Wer will mich töten? Von hinten geht das auch. Wer will mich? Geiles Sneak. Bram, Alter, du hast Christian eine Plasma von Bram, die in der Preparing. Du hast mir schon wieder richtig Damage gemacht, du Hure. Okay, versuchst du jetzt? Bist du Traitor? Die ist losgeflogen, bevor die Runde vorbei war. Ja, Jay, was machst du da? Du hast die geschossen 3 Sekunden, bevor die Runde losgeht. Was willst du jetzt von mir? Ich wollte die auf der Halu schmeißen. Achso, ja, das wäre viel besser gewesen. Nein, du wolltest sie gezielt auf Christian schmeißen. Nein, wollte ich nicht. Doch, ich hab's doch beobachtet. Nein, aber es gibt auch uns beiden, Dalu. Und Peter, ich hab grad einen Trainer erschossen. Was ist denn mit Sebastian? Okay. Nice, mega geil. Was muss denn scheiß Christian, scheiß Christian, scheiß Dalu da hochkommen, ey. Wenn ich gerade die Leichen entsorge. Wir diskutieren da und da hinten läuft Jay mit so einer Leiche zum Abgrund. Oh, interessant. Ihr habt das super einfach, ihr habt das ganz gut genutzt eigentlich. Scheiße. Oh, interessant, Jay. Und ich hab mich doch geärgert, dass keiner in der Nähe war und mich rächen kann, ja. Aber dann kommt Dalu sehr nah. Oh, Dalu, ey. Dalu ist immer da, wo man ihn nicht braucht. Ja, ja, ist echt so, ey. Negev Action, ich kann mit der Negev nicht umgehen. Was ist das? Ne, das ist auch zackig. Ist das? Das ist auch zackig. Mhm. Wobei, ist besser, glaube ich. Gib mir das mal. Au! Alles hier nicht so geil, das Scheiße. Hier, ja, Smoke Nade. Alter, willst du mich verarschen? Smoke Nade everyday. Ja. Sonst hat Kai ihn auch mit der Plasma. Das ist voll gefährlich, dieses Nate-Spiel. Das ist richtig gefährlich. Peter macht Abgang! Alter. Jetzt hätte ich beinahe einen Abgang gemacht. Ja, wenn du mit der Disco in der Hand rumläufst. Ja, ich wollte dich halt runterschmeißen. Smoke Nate. Ich hab sie schon vorher gesehen. Smoke Nate every day, finde ich auch gut. Hör auf, Peter herzulaufen, Sepp! Ich bin halt hier, da musst du halt weggehen, Peter. Dann geh ich halt weg. Geile Idee, Dalu. Dalu, was hast du da gemacht? Ich hab dich beobachtet, weil du da reingegangen bist. Nee, du hast da rumgestanden. Ja, das ist dasselbe. Hatte keinen Fair gedacht. Gleich kaufen. Nee, ich muss nicht stehen bleiben zum Kaufen. Erlebst du noch? Ja. Er ist ein Profi. Was haben wir denn hier für Waffen? Keine Dummheiten da oben. Ich sag nur, guck mal, Jay, was macht denn Jay hier unten? Peter geht mir gleich auf den Sack. Peter geht mir gleich auf den Sack. Kann man hier eigentlich hoch? Sepp ist Trader, Leute. Oh, da stand der in der Ecke. Fuck you. Sepp ist Trader, safe call. Die Bombe ist genau bei mir. Ich hab sie beobachtet, wie er die Bombe gelegt hat. Okay. Du mir jetzt du hast deine Mutter beobachtet. Ich hab's beobachtet. Sepp war Trader. Und der andere ist der PH Peter ist es. Das ist meiner Bram jetzt. Hau ab! Nein! Oh, du bist mir direkt hinterhergelaufen. Sepp, ey, warum hast du hier direkt? Ich wollte mal wieder eine Bombe legen. Hab ich direkt gesehen. Aber da muss Dalu da oben auch sein. Weißt du, ich dachte, da wäre so ein Nubbel wie, keine Ahnung, irgendwer anders, so wie wir.
Alter, aber nein, es ist wieder da. Der Bram hat gewonnen und zwar richtig geil mit 36 Punkten. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.